Das ist unser neuer Hund Snowbuddy. Snow heißt Schnee und Buddy ist der Kumpel oder der Freund. Also Schneekumpel, Snowbuddy. Der Snowbuddy, das ist ein Mischling. Und zwar ist die Mama ist ein Great Pyrenean Mountain Dog. Das ist ein Pyrenäen Berghund. Und der Papa ist ein Marema. Beide Hunde sind weiß, sehen sich recht ähnlich, aber nicht ganz. Der Pyrenäen Mountain Dog, der Pyrenäen Berghund, ist noch viel schwerer als ein Marema-Hund. Und wir haben uns Snowbuddy geholt, weil wir hier gerne einen Schutz hätten für unsere Kinder vor Wölfen und Bären. Und das ist genau die Hunderasse, die sich mit Wölfen auch anlegt. Und das Grundstück verteidigt. In 2 oder 3 Jahren hätten wir gern Schafe. Und Snowbuddy soll dann auch die Schafe beschützen. Für die Schafe werden wir dann noch verschiedene Koppeln anlegen. Eine Koppel hatten wir letztes Jahr schon gebaut. Die hatten wir erst für die Pferde benutzt. Und wir legen dann noch mehrere Koppeln an, dass wir halt die Tiere in den Koppeln immer wechseln können. Der Papa von Snowbuddy wiegt 90 Kilo. Die Mama von Snowbuddy wiegt 100 Kilo. Buddy. Und der Großvater von, also von der Mama, der Vater, der ist schon tot und er wog 120 Kilo. Der Besitzer hat gesagt, dass er seinen Truck ganz ausgefüllt hat hinten, wenn er auf der Ladefläche war. Der hört noch nicht so richtig, also wir lassen ihn viel an der Leine laufen. Es ist jetzt das erste Mal, dass er ohne Leine draußen ist. Weil die Straße ist doch recht nah, aber ich denke, hier hinterm Haus geht's noch. Ruf mal und renn weg, vielleicht kommt er dir hinterher. Buddy, komm her! Der interessiert sich für die Pferdekacke. Buddy, komm! Na komm! Komm hier! Mama! Buddy! Mama! Buddy! Buddy! Good boy! Good boy, Buddy! Good boy! Das ist Bäh, Buddy. Buddy, das schmeckt nicht. Nicht Bäh, leckere Kacke. Ich geb dir die Leine oder kriegst du so rein? Ja. Papa, kannst du? Was soll ich, Theresa? Ja. Ich bin voll im Schnee. Oh, so siehst du auch aus. Komm, wir gehen schnell rein. Papa, ja. Mach mal Schnee ab. Schnee, komm, wir machen den mal ab. So. Das ist kalt. Ja. So, jetzt gehen wir rein, komm. Schnapp dir mal Snowbuddy und geh mal rein mit ihm. Ich darf Snowbuddy schnappen. Magst du oder schaffst du es?
Okay. Das ist unser Wasser übrigens für die Pferde. Das friert nicht ein. Das ist hier eine Versteckdose dran mit einer kleinen Heizung. Was hättest du dir eher überlegen müssen? Ich hab dir gesagt, mach's, dann kannst du's machen. Papa. Wenn du es nicht tust. Wir warten nicht so lange, bis Snowbody weggelaufen ist. Nee, wenn wir den Menschen so nämlich trainieren, wenn er mit reinkommt. Hier kann man nach unten gehen. Klappt das. Hier wohnt der Snowbody. Komm. Zeig uns mal, wo du wohnst, Buddy. Komm, wir machen mal die Tür auf. Komm mit, Buddy, komm. Hier wohnt der Buddy. Erstmal nur so lange, wie er klein ist. Der bekommt dann noch ein anderes Zimmer. Der Snowbody, der ist nämlich lieber draußen als drin. Und wir haben noch einen Anbau am Haus. Und dort kann er dann drin wohnen. Auch bei tiefen Minusgraden bleibt Snowbody dann draußen. Das ist kein Haushund, der soll draußen wohnen und dann ja auch im Winter Schafe beschützen. Und auch mal mit den Kindern kann er in den Wald gehen. Dann sind wir uns sicherer, dass niemand die Kinder angreifen kann im Wald. Die Stella schafft das nicht. Das ist ein Knuddel- und Familienhund, die Stella. Die flitzt durch den Wald und muss rennen. Der Snowbody, das ist eher ein gemütlicher Hund. Der liegt einfach da und kann stundenlang nichts machen und einfach liegen und gucken oder schlafen. Und ich arbeite jetzt zusammen mit Snowbody. Und die Kinder schlafen erstmal mit Snowbody die erste Zeit. Hier unten, da ist seine Hütte. Da geht er aber fast nie rein. Denn wenn er alleine ist, dann hat er die ersten Tage zumindest, hat er sehr gejammert, gewinselt und gebellt nachts. Und wenn aber jemand bei ihm ist, dann macht er das nicht. Aber das war bei der Stelly genauso. Und wir haben es mit der Stelly auch so gemacht. Okay. Das war's erstmal von unserem neuen Hund.